Und ab. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nur mit Gwen vorsprechen. Na, werden wir ja gleich sehen. Doppelsprung. Drücke in die Luft Leertaste, um einen Doppelsprung auszuführen. Erwerben. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Oh, schön. Boah, ganz ehrlich, Leute, in die Grafik kann man sich echt verlieben. Das war jetzt ein großer Doppelsprung. Naja, gut. Wer weiß, wofür es gut ist. Dafür schon mal nicht. Ah, hier, Doppelsprung mit Leiter und so, da war da was. Vielleicht reicht das ja aus. Doppelsprung. Ach guck, und wenn es auch da die gute. Hast du das gesehen, was ich gemacht habe? Ich suche nach Fasern. Mhm. Ich suche Samen. Kann ich auch was verkaufen bei dir? Hier meinen Schrott von Schuh, den ich da so gefunden habe. Wo sind meine Schuhe? Der nimmt die gar nicht. Ups. Das war gar nicht geplant, aber gut. Boah, das bringt ja echt viel, so ein Garnelending hier. Krass. Okay. Eine Jakobsmuschel. Ja, okay. Eigentlich wollte ich doch hier hoch. Ah, guck an. Du hast es geschafft. Ziemlich beeindruckend, wie du hier hochgekommen bist. Ich war kürzlich vielleicht etwas unehrlich. So super ist es hier oben eigentlich gar nicht. Aber jetzt bist du ja hier, also wird es vielleicht besser. Ich habe keine Mitgliederkarte für dich. Du wirst also ein Ehrenmitglied der Obergeschossbande sein. Ich würde dir ja den geheimen Handschlag zeigen, aber ich weiß nicht, was du alles angefasst hast. Jetzt mal hier, ne? Meine Schwester bittet mich ständig um Geld. Wie kann ich Nein sagen, ohne Nein zu sagen? Vielleicht sollte ich jemanden darum bitten, mich auszurauben. Ich möchte meiner Schwester nun mal kein Geld leihen. Och Gottchen. Du bist ja putzig. Gibt's hier oben noch was Cooles? Geheime Leute hier. Was? Oh. Du hast mir einen richtigen Schrecken eingejagt. Dieser Kater, er kommt mir bekannt vor. Daffodil? Bist du es? Oh ja, ja, er ist es. So seidenweich wie immer, nicht wahr? Aber dann bedeutet das... Stella, bist du es wirklich? Was für eine fantastische Wende des Schicksals. Ist das dort dein Schiff auf dem Meer? Du bist gekommen, um mich wieder zu retten, wie ich sehe. Nun, aber nicht so schnell. Diesmal werde ich die Lehrerin sein. Darauf kannst du dich verlassen. Dann lass uns gehen. Wir haben einige Lektionen vor uns. Mensch, das ging mal schnell.
Hey, tauchen. Boah. Zitrin. Katze müsste man sein, wa? Ich mir das hier angucke. Da geht's nicht gut. Ein bisschen was von Simons Cat. Aber so hat die sich so ein bisschen. Na gut, dann quatschen wir mal die anderen Leute hier so an. Ja. Oh, ich dachte, du hättest etwas zu sagen. Ja, habe ich nicht. Alles gut. Hier, ich will dich da haben. Nanu. Muss ich mir für später wohl mal merken, wa? Ja, junge Person. Kann ich davon ausgehen, dass du viel beschäftigt bist? Aber natürlich bist du das. Warte mal. Du hast keine komplett ausgestattete Kombüse. Melde dich wieder, wenn du eine hast. Ich möchte dir etwas Fantastisches vorstellen. Okay. Hey. Hier ist so ein Schaf. Verschlossen. Da war ja was. Auch noch verschlossen. So hat man tatsächlich immer wieder einen Anreiz, in die Städte zurückzukehren und nicht einmal rein und dann war's das. Aber man muss sich das merken. Auf geht's. Hier drüben, Mädchen. Ustella, die frische Luft und so viel Platz. Ja, ich spüre, dass ich hier gut gedeihen werde. Sieh mich nur an, ich erblühe bereits. Was das wird? Ein Elefant? Naja, nicht ganz. Oh, aus diesem Kokon zu schlüpfen, was für ein Gefühl. Danke, Stella. Was süß. So, jetzt müssen wir uns aber hier nochmal das eine oder andere kümmern, wobei das geht ja schnell. So, was haben wir da noch zum Kochen? Kaffee. Dann, was haben wir noch? Fischis. Was kann ich denn mit Himbeeren machen? Schon wieder ab hier. Keine Gegenstände. Wie, ich habe jetzt keine Samen mehr? Das ist ja doof. Hä? Ich hatte doch noch Samen. Ja, so geht's auch. Keine Samen mehr. Junge, die Aussicht hier ist einfach atemberaubend. Das Meer, die Sonne, die Brise auf meiner Haut, das perfekte Gefühl. Bin so gerne auf diesem Schiff mit dir, meiner Nichte.
Ich wünschte, deine Tante Viv könnte dich gerade sehen. Wie du dein eigenes Schiff steuerst, diesen gestrandeten Seelen hilfst, es ist wirklich herzerwärmend. Ich bin froh, dass du mich von dieser Insel abgeholt hast. Ich werde versuchen, dir auf diesem Schiff nicht zu sehr zur Last zu fallen. Außer, wenn es ums Essen geht. Ich werde nie aufhören, dich um leckere Mahlzeiten zu bitten. Super. Das brauche ich. Hat Hunger. Alles klar. Habe ich verstanden. Du bist ja hier echt eine Fressmaschine. Wollte ich doch meinen. Gegartes Obst. Das ist auch lecker. Guten Morgen, Stella. Na, wie sieht's aus? Käffchen? Weißt du, das ist, entschuldige bitte, ein verdammt hervorragender Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee ich in meinem Leben schon getrunken habe. Aber der hier ist auf jeden Fall mein Lieblingsgetränk. Vielen lieben Dank, Stella. Ja, hoffe ich ja wohl. So. Oh, Stella, findest du nicht auch, dass dein Schiff etwas traurig wirkt? Es könnte auf jeden Fall etwas mehr Grün vertragen und als zusätzlicher Bonus könnte ein kleiner Garten auch als schönes Klassenzimmer dienen. Ich habe schon länger über meinen Kurs nachgedacht. Er wird Pflanzenpflege von A bis Zalee heißen. Ja, wenn ich es laut sage, klingt es nicht mehr so gut. Vielleicht sollte ich nochmal über den Namen nachdenken. Also doch einen Garten bauen. Jetzt gedacht.